Gaming auf dem Chromebook. Neben Cloud Gaming, Spielen aus dem Google Play Store oder browserbasierten Spielen habt ihr nun auch die Möglichkeit, Steam auf eurem Chromebook zu installieren und unzählige Spiele ganz unkompliziert und ohne Internetverbindung zu zocken. Ihr habt richtig gehört. Habt ihr ein einigermaßen leistungsstarkes Chromebook mit zumindest einer Intel Core i3 oder Ryzen 3 CPU der aktuellen Generation sowie mindestens 8 GB Arbeitsspeicher, könnt ihr Age of Empires 2, den aktuellen Football Manager 2023, Half-Life 2, Fallout 4 und viele weitere Spiele über eine vollwertige Steam-App auf dem Chromebook zocken. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr die Steam Beta in wenigen Schritten auf dem Chromebook installieren könnt und welche Möglichkeiten ihr darüber hinaus habt, um auf eurem Chromebook zu zocken. Schaut euch dieses Video also unbedingt bis zum Ende an, wenn ihr alles über Gaming auf dem Chromebook erfahren wollt. Starten wir direkt mit dieser Chromebook-Revolution, denn ihr könnt nun innerhalb weniger Minuten Steam auf eurem Chromebook installieren und wie auf einem Windows-Laptop Spiele lokal zocken. Um die Steam Beta zu installieren, musst du folgende Schritte nacheinander ausführen. Wechsel zunächst vom stabilen Channel in den Beta-Channel. Beachte bitte, dass der Beta-Channel zwar neue Funktionen bereithält, allerdings instabiler läuft und es zu Systemabstürzen kommen kann. Möchtet ihr zudem vom Beta-Channel zurück in den stabilen Channel wechseln, ist ein Powerwash notwendig und eure lokal gespeicherten Daten werden in diesem Zuge gelöscht. Überlegt euch also sehr gut, ob ihr diesen Schritt gehen möchtet. Achtet außerdem darauf, dass die Aktualisierung auf den Beta-Channel abgeschlossen ist. Aktiviere nun in den Chrome Flex Borealis Enabled. Gehe nun in den Launcher, suche nach Steam und öffne das erste Suchergebnis. Achte darauf, dass du nicht die App aus dem Google Play Store öffnest und installierst, sondern die vollwertige Steam-Applikation. Bestätige abschließend den Download und die Installation von Steam und klicke anschließend auf Steam starten. Jetzt wird Steam nochmals auf die neueste Version aktualisiert. Ist die Aktualisierung abgeschlossen, kannst du dich ganz einfach mit deinem Steam-Account einloggen und direkt loszocken. Während Counter-Strike Global Offensive erhebliche Performance-Probleme mit der Linux-Variante von Steam hatte, zeigt sich die deutlich bessere Integration der Steam Beta in Chrome OS durch eine wirklich ordentliche Performance. Natürlich können von einem Chromebook mit i5 CPU und 8 GB Arbeitsspeicher ohne dedizierte Grafikkarte keine Wunderdinge erwartet werden, für ein Spiel zwischendurch reicht es aber allemal. Google plant zudem, das Gaming-Segment stark auszubauen. Mit dem Acer Chromebook 516 GE ist beispielsweise eines der ersten Gaming-Chromebooks in Deutschland verfügbar. Perspektivisch soll es sogar Gaming-Chromebooks mit einer vollwertigen Nvidia-Grafikkarte geben, wodurch das lokale Gaming auf Chromebooks auf das nächste Level gehoben wird. Ich habe die Steam Beta mit meinem gut ausgestatteten Lenovo IdeaPad 5 Chromebook getestet. Wenn du dir ebenfalls ein leistungsstarkes Chromebook zum Zocken kaufen möchtest, dann schau unten in die Videobeschreibung. Ich habe dir meine Chromebook-Empfehlungen für die Steam Beta dort verlinkt. Grundsätzlich können mit der Steam Beta Spiele gespielt werden, die mit Linux kompatibel sind. Aktiviert ihr Steam Play in den Einstellungen von Steam, könnt ihr aber viele weitere Titel auf eurem Chromebook zocken. Google empfiehlt, dass ihr Proton Experimental auswählt, um die bestmögliche Kompatibilität zu erreichen. Eine Liste von Spielen, die mit Steam auf dem Chromebook kompatibel sind, habe ich euch ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mit GeForce Now könnt ihr zudem auf dem Chromebook zocken, ohne dass Spiele lokal installiert werden müssen und ohne dass ihr auf eine bestimmte Ausstattung eures Chromebooks achten müsst. Ihr könnt mithilfe von Cloud Gaming also auch mit sehr günstigen Chromebooks aktuelle Spiele spielen, da die Rechenleistung komplett in der Cloud stattfindet. Auf diesem Wege könnt ihr also Spiele wie Dead Cells, Fortnite und viele weitere sofort und ohne Installation loszocken. Vorausgesetzt natürlich, du verfügst über einen GeForce Now Account und dass du die Spiele bei Steam, Epic Games oder anderen Plattformen auch besitzt. Schau dir im Anschluss meine Videos zu GeForce Now an, wenn du wissen möchtest, wie du in wenigen Schritten auch auf leistungsschwächeren Chromebooks loszocken kannst. Neben GeForce Now gibt es mit Xbox Cloud Gaming und zukünftig auch Amazon Luna weitere Cloud Gaming Anbieter, die du dir auf jeden Fall einmal ansehen solltest, wenn du dich für das Thema interessierst. Beim Cloud Gaming Angebot von Microsoft hast du beispielsweise eine interessante Spielebibliothek direkt mit dem Abo verfügbar und musst nicht jedes Spiel separat kaufen. Wenn diese größeren Cloud Gaming Anbieter nichts für dich sind und du kein Geld ausgeben möchtest, kannst du mittlerweile auch im Browser
eine Vielzahl an teilweise wirklich beeindruckenden Spielen spielen. Der Shooter Venge.io ist beispielsweise komplett kostenlos und ein kurzweiliger Spaß für zwischendurch. Schau dir am besten dieses Video an, was ich dir jetzt oben verlinkt habe, denn hier habe ich dir eine Reihe weiterer kostenloser Browser-Games gezeigt, die du ohne Anmeldung einfach so im Browser spielen kannst. Auch der Google Play Store ist mittlerweile eine feste Instanz in Chrome OS und bietet ebenfalls eine Vielzahl an Spielen wie Among Us oder das Open-World-Spiel Terraria. Wem die Sandbox in Terraria zu zweidimensional ist, der kann mit Hilfe von Linux auf dem Chromebook auch die Java Edition von Minecraft installieren. Wie das funktioniert, habe ich dir in dem Video gezeigt, das ich dir jetzt oben verlinkt habe. Spätestens dank Steam sind Chromebooks nun also auch in der Gaming-Welt angekommen und Google setzt nun nach dem unsäglichen Ende von Stadia darauf, dass Chromebooks durch Steam jetzt auch für klassische Casual-Gamer deutlich interessanter werden. Wenn Google im Gaming-Segment einen Fuß in die Tür bekommt und deutlich leistungsstärkere Chromebooks, beispielsweise mit einer dedizierten Grafikkarte von Nvidia, eine echte Daseinsberechtigung haben, dann wäre auch der Weg zu anspruchsvollerer Bild- und Videobearbeitung auf dem Chromebook nicht mehr weit. Wenn du wissen willst, wie du mit Hilfe von GeForce Now Spiele wie Fortnite, Counter-Strike oder Rocket League auf jedem Chromebook spielen kannst, dann klicke jetzt auf das linke Video. Wenn du wissen willst, wie du Minecraft auf dem Chromebook installieren kannst, dann klicke jetzt auf das rechte Video und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Video.